Kapitel 7, die große Gildenexpedition. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen, meine Freunde, zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Und wie ihr sehen könnt, sind wir an einer Küste angekommen, an einer Bucht, wie es aussieht. Und ja, wir sind auf Reisen gegangen mit unserer Gilde auf einer großen Schatzjagd. Und wir haben Gruppen gebildet und sind zusammen mit Bediza, dem Angsthasen, und natürlich Darky in einer Gruppe. Wow, das Meer ist gleich da drüben, Zero. Sieh dir nur mal diese Klippe an. Jawohl, ja, das sieht mir immer mehr nach einer echten Expedition aus. Der Weg, der vor uns liegt, wird nicht leicht werden. Genau das Richtige für wahre Erkunder. Und das? Das ist etwas, das Erkunder, wie wir sofort wiedererkennen. Ein Kangama-Speicher. Kangama-Speicher? Jawohl, ja! Richtig gehört! Das ist ein Kangama-Speicher! Kangama-Speicher erlaubt dir, Items zu lagern oder herauszunehmen und deinen Spielfortschritt zu speichern. Die sind für Reisen sehr hilfreich. Nun, ich habe noch nicht so oft Kangama-Speicher verwendet. Ich vermute, das ist nicht gerade ein Grund zum Prahlen. Schluck! Ich wollte nur noch mal sagen, dass das hier meine erste Expedition ist. Toller Wetter, ich bin irgendwie nervös! Ha, geht uns nicht anders, Alter. Wir machen das alle zum ersten Mal und geben wir unser Bestes einfach. Sehen wir mal unsere Wunderkarte nochmal an. Hier sind wir jetzt. Alter, ist das so ein ganzes Stück, ey. Das Basislager ist dort drüben. Da müssen wir uns mit den anderen treffen. Wir könnten uns also erstens vornehmen, diesen Punkt zu erreichen. Wollen wir uns das als erstes hier setzen oder und dorthin gehen oder... Jawohl, ja, ich bin einverstanden. Kein Ding, Alter. Super Sache. Darky fällt sich wie ein Anführer. Das ist mir vorhin nie aufgefallen. Das kommt sicher von der Aufregung über die Expedition. Aber Darky war früher so zurückhaltend und gibt sich jetzt viel mehr Mühe. Ja, Darky wird nach und nach immer selbstbewusster. Oh, hä? Gibt's ein Problem, Alter? Wenn man genau hinsieht, gibt es zwei Eingänge. Das ist aber verwirrend, Alter. Was machen wir jetzt, Zero? Welchen Weg wollen wir nehmen? Schleichfahrt oder... Wir nehmen den Schleichfahrt. In Ordnung, wir nehmen den Schleichfahrt. Abgemacht. Und jetzt ist es jetzt Zeit. Zeit, was wir alle drei als ein Team zusammenarbeiten. Oh yeah, baby. Schleichfahrt U1. Und let's go. Ich glaube, es sind zwei Sachen, die man auswählen kann. Und eine davon führt weiter zur Expedition und die andere ist zum Trainieren, glaube ich. Ich bin mal nicht sicher, ob das der obere oder untere jetzt war, deswegen werden wir gleich mal sehen. Auf jeden Fall gibt es hier... Oh, hier kann man gut leveln, ey. Die ganzen Seemöpse. Seemöpse. Seemopse. Soll ich Seemopse sagen oder Seemöpse? Hallo? Was klingt denn hier besser? Seemopse. Ich sag Seemöpse, hallo? Das klingt cooler. Oh, ein Gastrodon, cool. Wir machen Ruckzucki mal. Ich glaube, das ist ein stärkeres Poke, aber... Oh yeah. Oh yeah, sowas von. 100 EP gibt das auch, das ist cool. Wie machen wir es jetzt am besten? Da sind auch viele Items. Ich hätte nicht so viele Items mitnehmen dürfen, ne? Nein. Ganz ehrlich, nein. Das war einfach, glaube ich, too much, was ich mitgenommen habe. Leichte Box und Zeros Level 14. Jawollo. Zack, 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 zack. Nochmal schönes Level abgemacht. Das ist doch supi. So, U2. Ah, die Musik ist so ein kleines Nervspiel. So dum, 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 dum. Die hat was. Die hat auf jeden Fall was. Wie alle PMD-Musiken eigentlich. So, Vierfachschwäche, Funkensprung. Was willst du tun, Alter? 90 Schaden. Gegrilltes Wingerlhühnchen. Oh yeah. Oder gegrillte Wingerlmöwe. Klingt eher nach mehr Sinn und so, ne? Schleichfahrt. Aber ich find's cool, dass man so bei Darky wieder gespiegelt bekommt. So, ey, cool. Er hat sich verändert. Er ist jetzt hier stärker und cooler und Bediza. Ja, Bediza ist eh der coolste gerade, merkt ihr, ne? Er ist ja cool wie ein Schrank gerade, wie ihr sehen könnt. Der ist eingefroren.
Dankeschön, dass du auch mal aufwachst. nee, dass man so widerspiegelt. Hey, er ist selbstbewusster geworden, weil er mehr Verantwortung übernimmt oder weil er sich sehr freut auf diese Sache. Und das finde ich einfach cool, dass man das so widerspiegelt, einfach hier in den Charakter im Spiel. Weil das ist einfach so eine Sache, die mir einfach so manchmal... Oh, Wingerl. Die man manchmal auch selber mit mir auffällt. Wenn ich zum Beispiel mich auf Sachen freue oder sowas oder selbstbewusst auf irgendwas rangehe, dann verhalte ich mich auch dementsprechend besser oder... verändere mich auch dementsprechend besser. Wenn ich mich zum Beispiel sage, hey, ich freue mich schon seit, keine Ahnung, seit 2 Monaten auf Pokémon Alpha Ruby und Alpha Ruby, war das richtig? War das nicht? Ja doch, Alpha Ruby und ich weiß gar nicht, wie das andere Spiel war. Omega Ruby hieß und Alpha Sapphire, ich wollte gerade sagen, hey, Alpha Ruby, da war irgendwas falsch. Und Dark Level 14 auch klasse. Boah, ich bin aufgestiegen. Yo, yo, yo. Hoffentlich bin ich mit dem Fahrstuhl, mein Freund. Auf jeden Fall, ich freue mich schon tierisch auf diese beiden Spiele. Und ich werde ja Omega Ruby Let's Play, wie ich schon sagte. Und ich freue mich einfach tierisch drauf. Und deswegen weiß ich zum Beispiel, dass dieses Let's Play wiederum mir sehr viel Spaß machen wird. Und dass ich da sehr viel Spaß auch reinsteigern werde. Deswegen, dass ich mich da auch sehr anstrengen werde, dass ich da... Oh, da war ein Seemops. Ups. Ja, das ist einfach wieder ein schönes Let's Play wie Pokémon X. Pokémon X war auch cool. Pokémon X hat auch sehr viel Spaß gemacht, ey. Eine Fragia-Beere. Wir gehen einfach mal weiter. Es war scheiße. Es war doof. Es war der Levelweg. Wir müssen wohl doch zur Küste, bla. Okay, aber vorher will ich ganz dringend was lagern, ganz ehrlich, weil wir haben too much dabei, ey. Weil ein paar Items würde ich auch mitnehmen noch. Also, finden einfach. Die werde ich ja gleich nehmen, das ist ja nicht das Ding. Ah, die Kleinkäse können auch weg. Gut. Würde ich sagen, steigern wir jetzt mal hier rein und gucken, was wir jetzt machen. Alles klar, wir nehmen jetzt aber die Schroffküste. Das sollte der richtige Weg sein. So, bevor wir das jetzt machen, sortieren wir mal ganz kurz. Und nehmen unser Protein. Nom nom. Und unser Zink. Hilf, ich bin betrunken. Scheiße, hilf mir, ich bin betrunken. Ich weiß nicht, was ich tue. Oh ja, ich bin auch angegriffen dabei. Klasse, voll cool. Die Zeit tötet das Ding irgendwie. Aber nicht mit einigerlich vollboosten, bitte. Sollst es töten. Oh nein, Bedita! Nein, nein, nein! Wofür brauchst du keinen Belebersamen von mir? Wehe. Ich bring dich um. Muss ich den Vogel noch heilen, oder wie sieht das aus? Ja, muss ich. Ess und töte endlich mal. Och, Junge. Kann ich bei dem zufällig auch die Attacken mal ausmachen, damit er mir nicht hier wegstirbt? Nein. Er wird Einigler for Days einsetzen jetzt, damit er hier mich schön tot stallt. Dankeschön, ey. Jetzt lass das scheiß Seemops in Ruhe. Lass mich das machen einfach. Zugabe. Och man, das macht Funksprung so wenig Schaden wegen scheiß Heuler die ganze Zeit, ey. So, was haben wir hier unten? Noch ein Item Siedelbeere. Ja, die nehme ich gerne mit, ganz ehrlich. Die habe ich auch gerade verbraucht wegen scheiß Benizer. Ah, Menschen-Scanner, scheiß Benizer, du, ey. Ne, ich freue mich aber tierisch auf Pokémon Omega, Ruby und Alpha Sapphire. Das wird ein schönes Let's Play werden. Weil ich die dritte Gen sehr gerne mag, einfach. Ich mochte die dritte Gen immer fast am liebsten. Zweite, ich würde sagen, zweite kommt als erstes, dann die dritte, dann die vierte. Dann die erste und dann die fünfte. Obwohl, die sechste war auch nicht schlecht, ne? Ich weiß keine Ahnung, wo ich die sechste einordnen würde. Ich glaube, 4 oder 3 so.
Deswegen irgendwo da dann. Weil die vierte war auch ziemlich, die fünfte, sechste war nämlich auch ziemlich geil, Pokémon. X und Y, das war ja auch ein ziemlich geiles Let's Play damals. Ah, ich kann mich noch dran erinnern, ey. Hallo, seid ihr zu doof, um jetzt hier rüberzukommen irgendwie? Oder wollt ihr mich verarschen irgendwie, dass ihr euch hier irgendwie aufhängt? Daki, was macht ihr da? Hallo? Wir reisen als Team. Da gibt's keinen Einzelgänger, der nicht über den Fluss kommt. Ein Krabby wieder. Krabby. Gegrillt. Die geben aber alle gute EP, die Monster. Das ist schön. Hi. Und gegrillt. One Hit. So schön, dass die Boden-Pokémon hier einfach von Elektro-Attacken getroffen werden, ne? Das ist Pokémon, was Sinn macht. Total. Wer ist jetzt da hinten? Bediza? Dratini. Ach komm, gegen den Drachen schaffst du es wohl noch, ne? Junge. Junge. Das hasse ich an Teammitgliedern, ey. Sie sind einfach ohne Scheiß. Es ist einfach mega nervig, ey. Junge. Besieg es bitte einfach. Dankeschön. So, jetzt kämpft bitte gegen nix, sondern komm einfach her und beweg deinen Arsch hier, Bediza. Seht ihr das? Er rennt einfach in eine andere Richtung, der Spacken, ne? Der rennt einfach weiter weg, ey. Also ich denke, ja, geil. Heißt, sie muss von hier angreifen? Nö, cool. Nö, ich kann Seemos von hier aus nicht angreifen, was natürlich sehr hilfreich ist. Da unten, Bediza hat den Eingang gefunden, jawohl, danke Bediza, du hast, warst doch für irgendwas gut. So, jetzt brauche ich dich auch nicht mehr, jetzt kannst du ruhig rumlaufen, wie du willst, ne? Jetzt hat er mich wieder verfolgt am Ende, ich hab's ganz genau gesehen, ey. Bisschen Geld noch, Kleinkiesel. Nehmen wir alles immer gerne mit. Und noch ein Krabby. Die Pokémon hier sind echt ein Witz, ey, die kriegt man ja so kaputt. Da ist ja... Das stärkste ist ein Gastrodon vielleicht. Aber sonst... Alles kein Ding eigentlich. Vor allem, wir sind gut dabei. Daki ist stark, ich bin stark. Bediza ist, naja, ein Klotz am Bein. Aber hey, vergessen wir das. Und wir kommen gut durch hier, durch die Schopfküste. Noch ein Wingerl. Machen wir kurz ruckzucki mal, um ein bisschen Abwechslung reinzukriegen in unserem Movepool. Und dann lübt das schon irgendwie, ne? Dönerwelle. Och nee, ich stehe nicht gerade noch. Oh, ich habe voll lang keinen Döner mehr gegessen, merke ich gerade. Ich habe wieder voll Bock auf Döner, ey. Notiz an mich selbst. Zero S am Wochenende Döner. Geh ich zum Dönerladen hin. Ey du, ich bin wieder gekommen, so auf die Idee Döner zu essen. Wie das denn? Ja, ich habe Pokémon gespielt, ne? Also, pff, wie kommt man sonst auf die Idee Döner zu essen? Hallo? Ah, geil, Alter. Ja, Döner ist schön. Döner ist vor allem auch gesund, ey. Schön Kalbsfleisch mit ordentlich Salat. Das einzige ungesund ist das Brot. Aber sonst kann man das genüsslich essen. Ist gesünder als Mc's oder sowas, meine Freunde, ne? Also immer schön auf eure Ernährung achten. Ach Quatsch, esst das, was ihr wollt, ey, ganz ehrlich. Mach ich genauso. Ich esse das, worauf ich Bock habe. Ich achte auf gar nichts. Auch wenn ich Sport mache und all sowas. Das ist mir total egal. Deswegen, ich will mein Leben genießen und genauso ist es mit meiner Ernährung. Ich esse zwar pro Tag sehr viel Obst und Gemüse, aber verzichte deswegen nicht auf solche Sachen mal wie einmal im Monat Mc's oder sowas oder sonstiges oder Pizza oder ordentlich Fett, irgendwas mit Ketchup zu tränken oder sonstiges. Das mache ich immer gerne. Und die Seemöpse haben sich entwickelt zu Seejungen. Ihhh, die Möpse sind nun Jungs. Das ist ja richtig eklig. Das sind dicke Jungs. Dicke Jungs. Dicke, haarige Jungs. Igidigidigid. Vergessen wir das. Wir gehen weiter. Durch die Schroffküste. So, was haben wir denn hier jetzt? Zack, 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 lack, 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 lack. Nix. Nix? Ein Apfel. Nein, ich stehe nicht so auf Apfel. Ich hätte lieber gerade mehr so einen Burger King. So einen Burger King. Keine Ahnung, was für einen Burger King gibt's denn? Den ich mag. Nicht viel, ich esse da nicht so oft. Ich esse da echt nicht so oft. Wir sind schwindelig vor Hunger schon, ey. Weil ich hier nur vom Essen wieder laber, ey. Haben wir auch ganz viele schon erzählt. Und wir sind jetzt hier... Oh, wo sind wir denn jetzt? Puh, Menschenskinder, ich glaube, jetzt haben wir es endlich geschafft.
Ja, aber bis zum Baslager ist es noch ganz schön weit. Lass uns einen Blick auf die Wunderkarte werfen. Hier sind wir jetzt. Dort ist das Basislager. Ich würde sagen, wir sind schon ziemlich weit gekommen. Wir sind fast da. Das Basislager kommt gleich hinter dem Hügel. Hoch, mein Magen hat geknurrt, Zero hat nur vom Essen gelabert. Uns auch. Wenn wir jetzt anfangen, auf den Berg zu steigen, kommen wir, glaube ich, nicht an, bevor es dunkel wird. Sollen wir für heute Schluss machen? Wir können hier übernachten. Ich stimme voll ganz zu, Alter. Dann lass uns essen. Juhu! Und genau das werde ich jetzt auch machen, Leute. Von daher wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ja, wir sehen uns am nächsten... Wir sehen uns beim nächsten Part wieder von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Ciao, Leute. Euer Zero.